Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Heute möchten wir über das Thema grenzüberschreitender Datentransfer mit China sprechen, vor allem unter dem Aspekt der neuen Vorgaben, die kürzlich veröffentlicht worden sind im Zusammenhang mit dem DSL und dem PIPL. Kurz ein paar Worte vorab zum Housekeeping. Sie sehen auf der rechten Seite bei Ihnen ein GoToWebinar-Bedienpanel. Hier können Sie im Laufe des Webinars gerne Ihre Fragen reinschreiben, die wir aber dann ganz am Ende gesammelt beantworten möchten. Zu uns. Mein Name ist Sophia Fuchs. Ich bin Senior Consultant bei China Brand IP Consulting und ich werde heute gemeinsam mit meiner Kollegin Liuliu Sie durch das Webinar begleiten und Ihnen auch gerne am Ende der Veranstaltung Frage und Antwort stehen zu dem ja doch hochbrisanten Thema. Und da würde ich sagen, wir beginnen direkt. Zu Beginn möchte ich Sie abholen im Bereich der Gesetzeslandschaft. Wir haben zum einen das Cyber Security Law, das Data Security Law und das Personal Information Protection Law. Das sind die relevanten Gesetze im Bereich der Cybersicherheit und im Bereich des Datenschutzes. Das CSL, wie Sie wissen, gibt es seit 2017, wird vor allem ja seit gut 1 bis 2 Jahren nun doch sehr stringent durchgesetzt und diese Durchsetzung auch von den lokalen Behörden kontrolliert. Dann hier sehr relevant ist das Multi-Level Protection Scheme, von dem die meisten von Ihnen bestimmt schon gehört haben. Falls nicht, möchte ich die an dieser Stelle auf unsere anderen Webinaraufzeichnungen hinweisen, die Sie alle auf unserem YouTube-Kanal finden, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Ich möchte aber nun kurz ein paar Worte zum MLPS sagen. Im Rahmen des Cyber Security Laws ist das MLPS oder die Durchführung des MLPS sehr relevant, um die IT-Systeme, die innerhalb Chinas, also nicht grenzüberschreitend Daten innerhalb Chinas zu bewerten. Unternehmen müssen ihre IT-Systeme einstufen und also in ein bestimmtes Level einstufen und dann im weiteren Verlauf bei der Behörde registrieren. Anschließend gibt es weitere Verfahren, wo externe Testzentren, Analysen und Gap-Analysen fortgefahren werden, um am Ende nach der Berichtigung oder Problembehebung der Risiken dann die abschließende Inspektion der Behörde zu bestehen, um sozusagen den Anforderungen und die Compliance des CSLs zu erfüllen. Dann ebenso ein wichtiger Punkt ist die Datenlokalisierung. In China betrifft allerdings nur CIOs. Und auch die Zertifizierung für Netzwerkausrüstung und Cybersicherheitsprodukte. Wie Sie wissen, es gibt für Netzwerkausrüstung und auch Cybersicherheitsprodukte je nach Produkt eine Vielzahl von verschiedenen Zertifizierungen, die unter Umständen mittlerweile zwingend erforderlich sind, damit überhaupt die Produkte im chinesischen Markt verkauft oder eingesetzt werden dürfen. Ebenso ist die Cybersicherheit von Netzprodukten und Diensten, also Apps oder auch Online-Plattformen, Online-Portalen relevant und auch diese fallen unter Umständen in den Regelbereich des MLPS. Hier sehen wir, dass das CSL sich sehr auf die Datenströme, Datenverarbeitung innerhalb Chinas begrenzt. Wir möchten aber heute über den grenzüberschreitenden Datentransfer, Datenverkehr sprechen und begeben uns jetzt weiter rechts im Rahmen des Data Security Laws und des Personal Information Protection Laws. Ein paar kurze oder relevante Punkte beim DSL sind zum einen die Klassifizierung und die Abstufung des Datenschutzsystems. Das ist zum Beispiel auch für alle in China tätigen Unternehmen relevant, greift aber insbesondere bei der Verarbeitung wichtiger Daten, also zum Beispiel Gesundheitsdaten, Automobil, Finanz- oder Telekommunikationsdaten und wird tatsächlich so wie das CSL vor vielen Jahren
jetzt noch nicht so stark durch die Behörde kontrolliert. Bei den Datenschutzsystemen ist aber definitiv zu erwarten in den nächsten 2 Jahren, dass sich hier auch bei der Durchsetzung oder Kontrolle einiges tun wird. Der Punkt Datensicherheitsmanagement, also die Durchführung ja, technischer und organisatorischer Maßnahmen, um die Datensicherheit zu gewährleisten, ist natürlich auch zu berücksichtigen. Und der grenzüberschreitende Datenverkehr im Rahmen des DSL, auf den wir gleich später zu sprechen kommen. 2 Punkte noch im Bereich der personenbezogenen Daten. Hier haben wir einmal die Personal Information Privacy Policy und auch PISA im Kurs, die Personal Information Security Impact Assessment Reports. Das bedeutet zum einen, dass Unternehmen bei der Verarbeitung persönlicher oder personenbezogener Daten die aktive Zustimmung der einzelnen Individuen benötigen. Aber auch bei dem Assessment, hier geht es darum, dass Unternehmen einen Report haben oder machen, erstellen, inwieweit sich diese Datenerhebung auf das persönliche Interesse bezieht. Aber über PCR wird meine Kollegin Lilio später noch sprechen. Und der grenzüberschreitende Datenverkehr betrifft also den Kontext des DSL, aber auch des People. Hier haben wir die Neuregelung des Datenexports. Jetzt erst kürzlich, am 31. August, wurde von der CSA, der Cyberspace Administration of China, ein Leitfaden veröffentlicht. Und es gibt die Meldung, hier gibt es mehr Details zur Sicherheitsbewertung beim Datenexport. Vor allem in den letzten Jahren haben sich die Gesetze oder Regelungen, Beschränkungen oder auch ja, Leitfäden sehr viel mit der Datenspeicherung, Nutzung und auch Verarbeitung innerhalb der Landesgrenzen beschäftigt. Jetzt wird hier ein Schritt weitergegangen. Jetzt sprechen wir von der Verarbeitung über die Grenzen hinaus. Es gibt hier 2 relevante Punkte. Zum einen, die vom Datenverarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit im Hoheitsgebiet, also China, erhobenen und erzeugten Daten werden außerhalb Chinas übermittelt und gespeichert. Der zweite Punkt ist, die vom Datenverarbeiter gesammelten und erzeugten Daten werden in China gespeichert und hier kommt der Knackpunkt. Die Institutionen, Organisationen und Personen außerhalb Chinas können diese Daten abfragen, abrufen, downloaden oder gar exportieren. Das sind Punkte, die wahnsinnig oft ja, bei globalen oder internationalen Unternehmen zutreffen. Und wann hier welche Regelung greift, darüber kommen wir später noch. Der dritte Punkt ist einer, ja, ein sehr offener Punkt, wie in den meisten Gesetzen gibt es immer noch eine Ergänzung zu sonstigen Handlungen. Das heißt vereinfacht gesagt, kurz für wen gelten die Anforderungen beziehungsweise wann? Das heißt, wenn Unternehmen sogenannte wichtige Daten, die definiert sind, oder gar personenbezogene Daten innerhalb der Landesgrenze Chinas sammeln und generieren und diese anschließend über die Grenze, über die Landesgrenze hinaus nach außerhalb Chinas übertragen. Wenn diese Punkte zutreffen, in diesen Fällen sind Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben relevant. Und hier gibt es eine ja, Vielzahl verschiedener Maßnahmen und über die Auswahl, wann welche Maßnahmen am besten zu treffen, das werden wir auch später noch eingeben. Aus unseren aktuellen Projekten hier 2 Praxisbeispiele, die wahrscheinlich sehr häufig auch vorkommen werden. Links haben wir ein Unternehmen mit einem Headquarter außerhalb Chinas, angenommen in Deutschland, und einer chinesischen Tochterfirma. Die chinesische Tochterfirma nutzt verschiedene IT-Systeme des ausländischen Unternehmens, also ERP-Systems oder das CRM-System. In diesem Fall zum Beispiel sind Maßnahmen erforderlich, da chinesische Kundendaten
ins Ausland übertragen werden. Ein anderes Praxisbeispiel ist ein nicht chinesisches Unternehmen, ein deutsches oder schweizes Unternehmen ohne eine chinesische Niederlassung, verkauft Software oder Hardware nach China, sein sehr gängiges Geschäftsmodell. Und in diesem Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes wird eine App entweder, um das Produkt zu optimieren oder um für den Kunden, um Wartungsarbeiten etc. durchzuführen oder eine Offshore-Website, in diesem Zusammenhang mit dem Produkt an den chinesischen Kunden, unabhängig, ob das B2B oder B2C ist. Auch in diesem Fall sind Maßnahmen erforderlich, weil personenbezogene Daten zum Beispiel via Cloud ins Ausland übertragen werden. Eine Frage, die uns auch ganz oft erreicht, so wie auch bei anderen Projekten oder Themen, ist, was passiert eigentlich, wenn wir nichts tun, wenn wir erstmal warten, Haftung bei Non-Compliance? Also grundsätzlich ist es so, dass immer Bußgelder entweder gegen das Unternehmen, aber auch gegen die direkt verantwortlichen Personen, was auch oft ein größeres Problem darstellt, Bußgelder verhängt werden können. Das bedeutet, die Manager, Abteilungsleiter sind unter Umständen direkt, können die zur Haftung gezogen werden. Außerdem ist auch eine strafrechtliche Haftung möglich. Und wenn gegen Unternehmen Verwaltungsstrafen verhängt werden, werden die auch unter Umständen im Kreditsystem erfasst, was sich ja natürlich, was natürlich vermieden werden sollte. Dann eher schwieriger wird es dann, wenn durch die Behörden die Nutzung der Systeme oder der Verkauf der Produkte eingeschränkt wird oder gar komplett der Verkauf verboten wird. Im schlimmsten Fall kann unter Umständen auch die Geschäftslizenz entzogen werden. Ich denke aber auch von der heutigen Teilnehmerschaft so in diesem Bereich, je nachdem auch wie hochsensibel die Daten sind, wird das nicht zutreffen. Hier haben wir verschiedene konkrete Szenarien. Das ist so, dass uns ganz oft Anfragen erreichen. Wir haben unsere Daten hier und dort. Wir bewegen uns über die Grenze hinaus. Wann genau greifen die Regelungen? Welche Szenarien gibt es? Und da haben wir oder bietet hier dieses Chart eine recht gute Übersicht. Typ 1, ein auch ja, sehr gängiges Modell, Headquarter außerhalb Chinas und die Niederlassung ist in China. Und die neuen Regelungen greifen, wenn Daten zum Beispiel via E-Mail, File Transfer Protocol oder auch Post, also ein Postumschlag mit einem USB-Stick drin zum Beispiel, kann auch ein Cross-Border Data Transfer sein, bei welchem die Regelungen greifen. Und wenn diese Daten über die Landesgrenze hinaus entweder ans Headquarter, an Endkunde, B2C oder B2B oder auch an Behörden gehen, dann greift bei diesem recht gängigen Datentransfer Typ 1 die Regelung. Ein anderer Typ oder ein anderes Szenario des Datentransfers ist eine chinesische Niederlassung innerhalb Chinas benutzt ein IT-System, was von einem Headquarter außerhalb Chinas betrieben wird. Da habe ich vorhin das Beispiel schon genannt mit der Nutzung von zum Beispiel des CRMs, aber es geht nicht nur hier um CRM, es geht auch IT-Systeme, komplett Datenbankspeicherung, also viele, die komplett cloudbasiert arbeiten, da greifen die Regelungen, wenn chinesische Niederlassungen bzw. die Kollegen in China vor Ort Daten hoch- oder downloaden können, auf die Datenbank gespeichert im Ausland. Typ 3 ist mehr ein Sonderfall, auch vor allem, wenn man den ausländischen Mitarbeiter hier anschaut. Die ausländischen Mitarbeiter fallen hier gar nicht sind gar nicht im Rahmen vom DSL oder vom People, sondern das fällt hier tatsächlich unter das Export Control Law. Also wenn ein ausländischer Mitarbeiter, ein Expat in China vor Ort, auf ein in China betriebenes IT-System oder eine Datenbank zugreifen kann, dann greift schon die Regelung, diese Neuregelung zum Cross-Border Data Transfer. Und im gleichen Kontext
gilt das auch, wenn Mitarbeiter, also das Headquarter, externe Mitarbeiter, Dienstleister zu unterschiedlichen Zwecken, also ganz normaler Alltagsworkflow, Zugriff, Upload, Download von Dokumenten, aber auch Wartung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wartung von Hardware und Software von außerhalb Chinas betrifft auch ganz viele Kunden von uns, von außen über die Landesgrenze hinaus zugreifen können. In diesen Punkten müssten auch Maßnahmen ergriffen werden. Welche Maßnahmen das genau sind und welche Möglichkeiten hier zu beachten sind, darauf geht noch meine Kollegin Liu ein. Danke, Sophia. Guten Morgen, alle. Ich heiße Liu. Ich werde danach erklären, welche genauen Compliance-Anforderungen beim grenzüberschreitenden Datenverkehr es gibt, was ausländische Unternehmen beachten sollten, sowie welche Handlungen sich durchführen sollten. Nach der Vorgabe im Zusammenhang mit Cyber Security Law, Personal Information Protection Law und Data Security Law sollten Unternehmen beim grenzüberschreitenden Übermittlung von wichtigen Daten und personenbezogenen Daten entsprechend eine Sicherheitsbewertung an die Cyberspace Administration of China, CSC, melden. Oder eine Sicherheitszertifizierung erhalten oder Standard-Vertragsklausel mit dem Empfänger im Ausland unterzeichnen. Also, sie sind diese sogenannten drei Möglichkeiten für Compliance bei Datentransfer. Jedoch dürfen die Unternehmen nicht ganz freiwillig eine davon auswählen, weil jede Möglichkeit hat seine eigene auslösenden Umstände. Sie brauchen jetzt nicht alle Worte von dieser Folie vorlesen. Diese Details werde ich in den kommenden Folien besprechen. Und nach dem Webinar werden wir Ihnen auch diese Folien zukommen lassen. So, hier, ich mache eine kurze Einführung. Die Sicherheitsbewertung bezieht sich mehr auf schwerwiegende Umstände von grenzüberschreitendem Datenverkehr. Zum Beispiel die Bereitstellung wichtiger Daten oder Bereitstellung sehr großer Menge von personenbezogenen Daten außerhalb Chinas. Und bei Sicherheitsbewertung ist die Kontrolle durch die chinesische Regierung auch stärker. Es ist dann verständlich, dass viele Unternehmen die Sicherheitsbewertung vermeiden möchten. Solange die Sicherheitsbewertung nach den Umständen nicht ausgelöst wird, dann können Unternehmen für den grenzüberschreitenden Verkehr von personenbezogenen Daten entweder eine Sicherheitszertifizierung erhalten oder oder Standard-Vertragsklausel unterzeichnen. Natürlich, für diese beiden Optionen gibt es auch entsprechende anwendbare Szenarien und Voraussetzungen. Dies werde ich auch später erklären. Hier kommt ein Diagramm zur Bestimmung der Möglichkeiten beim grenzüberschreitenden Datenverkehr. Ganz am Anfang ist das Data Mapping erforderlich. Durch Data Mapping können Sie herausfinden, welche Szenarien von grenzüberschreitendem Datenverkehr bei Ihrem Unternehmen es gibt, welcher Typ und wie viele der Daten zum welchen Zweck werden nach Ausland transferiert, ob wichtige Daten involviert sind und ob Ihr Unternehmen ein CRO ist und so weiter. Nach dem Data Mapping dann können diese folgenden Fragen beantwortet und eine relevante Möglichkeit für Ihr Unternehmen bestimmt werden kann. So, die erste Frage ist Ihr Unternehmen ein CRO ist? CRO ist die Critical Information Infrastructure Operators. Meistens CROs sind die staatlichen Unternehmen im Bereich von sensiblen oder wichtigen Industrie wie Finanzen, Energie, Telekommunikations und so weiter.
Deswegen meiste ausländische Unternehmen sind nicht eine CIO. In der Praxis gibt es auch einen Beurteilungsstandard, ob ein Unternehmen ein CIO ist oder nicht. Das ist, solange das Unternehmen keine Meldung von der chinesischen Regierung erhalten hat, dass ihr Unternehmen ein CIO ist, dann ist ihr Unternehmen kein CIO. Diese Regel ist nicht 100% sicher sein, aber sehr hochwahrscheinlich sicher. Aber zur Sicherheit empfehlen wir noch ein Data Mapping durchzuführen. Dann können die Frage sehr genau beantwortet werden. Also wenn diese Frage dann durch Nein beantwortet wird, schauen wir weiter. Ist die Übermittlung wichtiger Daten außerhalb Chinas bei Ihr Unternehmen involviert? Wenn ja, dann wird wieder die Sicherheitsbewertung ausgelöst. Aber wenn nein, dann schauen wir auch später. Sind Ihr Unternehmen ein Datenverarbeiter, die personenbezogenen Daten von mehr als 1 Million Menschen verarbeiten? Wenn ja, dann wieder Sicherheitsbewertung. Aber normalerweise für meisten ausländische Unternehmen, besonders im Bereich von B2B, ist dieser festgelegte Schwellenwert sehr hoch. Deswegen, wenn sehr hochwahrscheinlich, dass bei Ihr Unternehmen auch keinen solchen Datenverarbeiter ist. Wenn nein, dann müssen Sie später schauen, ob Sie sind solche Datenverarbeiter, die seit dem 1. Januar des Vorjahres personenbezogene Daten von insgesamt mehr als 100.000 Personen oder sensible personenbezogene Daten von mehr als 10.000 Personen außerhalb Chinas, außerhalb übermittelt haben. Hier gibt es einen Zeitraum von 2 Jahren. Zum Beispiel vom 1. Januar 2021 bis heute, 21. September 2022. Bis heute können Sie prüfen, ob Sie schon diese Grenze erreicht haben oder nicht. Aber trotzdem nicht, müssen Sie auch in der Ku Zukunft regelmäßig beobachten, wie viele personenbezogene Daten schon außerhalb Chinas übermittelt bis dahin werden. Wenn in der Zukunft diese Grenze erreicht wird, wird die Sicherheitsbewertung wieder ausgelöst. Deswegen, wenn Sie die Sicherheitsbewertung vermeiden möchten, müssen Sie in der Zukunft sehr genau und sehr, also diese grenzüberschreitende die Menge der personenbezogenen Daten zum grenzüberschreitenden Datenverkehr stark kontrollieren. Falls diese Frage auch durch Nein beantwortet wird, dann können Ihr Unternehmen für den Transfer von personenbezogenen Daten entweder eine Sicherheitszertifizierung erhalten oder Standard Contractual Clauses unterzeichnen. Zwischen Sicherheitszertifizierung und Standard Contractual Clauses, welche ist eine geeignete Option für ausländische Unternehmen und welche ist möglich? Die Sicherheitszertifizierung ist ähnlich wie die Binding Corporate Rules vom DSGVO. Es ist anwendbar beim grenzüberschreitenden Datenverkehr zwischen den multinationalen Unternehmen und die Niederlassung und die verbundenen Unternehmen. Aber nach der Vergabe von China, es ist auch anwendbar, wenn ein Datenverarbeiter außerhalb Chinas die personenbezogenen Daten aus China verarbeiten. Also für solche Datenverarbeiter außerhalb Chinas sollten Sie einen Vertreter in China finden und beauftragen, eine solche Zertifizierung zu beauftragen.
Solche Zertifizierung zu erhalten, müssen die Niederlassung in China oder der Vertreter in China auch konform mit dem National Standard GBT 35273, also die Compliance-Anforderungen zum allgemeinen Datenverarbeitungsaktivitäten konform sein. Es ist auch nicht ganz so einfach, diese Zertifizierung zu erhalten, aber es ist geeignet für den häufiger grenzüberschreitenden Datenverkehr zwischen den Headquarter im Ausland und die Niederlassung in China. Mit der Sicherheitszertifizierung können die Niederlassungen innerhalb einem bestimmten Zeitraum ohne weitere Kontrolle durch die chinesische Regierung den grenzüberschreitenden den Daten außerhalb die personenbezogenen Daten Also, aber müssen im Umfang der Zertifizierung außerhalb Chinas übermitteln. So, im Vergleich zum Standard Contractual Clauses ist die Sicherheitszertifizierung besser und geeigneter, aber zurzeit gibt es noch keine klare und umfassende Regelungen zur Sicherheitszertifizierung. Zum Beispiel, man weiß bis jetzt noch nicht, bei welcher Stelle ich einen Antrag stellen kann. Aber ich schätze, in der Zukunft, in den kommenden Jahr wird die chinesische Regierung mehr Klarheit geben. So, zurzeit für ausländische Unternehmen ist die Unterzeichnung Standard Contractual Clauses die einzige Option. Nach dem Entwurf für den Maßnahmen zur Standard Contractual Clauses muss für jede Szenarien zum grenzüberschreitenden Datenverkehr einen Vertrag unterzeichnen. Außerdem ist eine PCI-Bericht erforderlich. Solange der Zweck zum grenzüberschreitenden Datenverkehr, dem Typ und die Menge der Daten zum grenzüberschreitenden Datenverkehr und die Sicherheitsmaßnahmen und so weiter sich ändern, einer davon sich ändern, ist eine erneute Unterzeichnung Standard Contractual Clauses erforderlich. Trotzdem kann man eine Frist von diesem Vertrag festlegen, zum Beispiel 1 Jahr oder 2 Jahre. Aber müssen Sie auch in der Zukunft immer beobachten, ob diese Umstände, die schon in der Vertrag geschrieben sind, sich ändern könnten. Wenn sich ändert, dann ist eine erneute Unterzeichnung der Standard Contract Clauses erforderlich. Außerdem, nach dem aktuellen Entwurf, sollten die Datenverarbeiter dem Vertrag und dem PCI-Bericht bei dem Cyberspace-Behörde von der Provinz registrieren. Zurzeit ist diese Maßnahme, diese Bestimmung noch in der Phase vom Entwurf, aber die chinesische Anwartung und wir auch schätzen, dass dieser Entwurf wird also in einigen Monaten in Kraft treten. Sie haben schon mehrmals Personal Information Security Impact Assessment PCA gehört. Dann erkläre ich hier, was ist es? PCA ist ein bisschen ähnlich wie die DPIA von DSGVO, Data Protection Impact Assessment. Nach dem Gesetz von China sind die Datenverarbeiter verpflichtend, eine PCA durchzuführen beim grenzüberschreitenden Datenverkehr, beim Verarbeitung sensible personenbezogene Daten beim Teilen der personenbezogenen Daten an Dritten, Auftragsverarbeiter beim Automotive Decision Making und so weiter. Also nicht nur für grenzüberschreitenden Datenverkehr. Um solche PCA durchzuführen, zuerst ist auch ein Data Mapping erforderlich. Durch Data Mapping kann man herausfinden, für welche Szenarien der Datenverarbeitung ist ein PCA erforderlich.
Um diese PCR durchzuführen, muss man zuerst die Risiken bei der Datenverarbeitung identifizieren und prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen genügt sind. Also wenn nein, dann müssen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen hinzugefügt und so weiter. Das Ziel von dieser PCR ist, eine Balance zwischen diesen Risiken und die Sicherheitsmaßnahmen zu finden. Je größer die Risiken sind, desto größer und stärker die Sicherheitsmaßnahmen sein sollten. Solange diese Risiken durch die Sicherheitsmaßnahmen kontrollierbar ist, dann wird die Datenverarbeitungsaktivität erlaubt. So zum Beispiel grenzüberschreitender Datenverkehr. Also das PCR kann also die Unternehmen, die Datenverarbeiter sollten die PCR jedes Mal bei der festgelegten Umstände durchführen. Und der PCR-Bericht sollten bei Ihr Unternehmen für 3 Jahre aufbewahren, weil es könnte immer Kontrolle von der chinesischen Regierung sein. So, hier kommt eine weitere Frage zum grenzüberschreitenden Datenverkehr. Ist eine Lokalisierung der Daten erforderlich? Für einige Staaten in der Welt ist die Datenlokalisierung zuerst verpflichtend, ist erforderlich. Danach können die Unternehmen außerhalb dieser Hochgebiet, dieser Staat, zu transferieren. Für China ist es ein bisschen verschieden. Nach dem aktuellen Gesetz ist die Datenlokalisierung zurzeit nur verpflichtend für die CROs und die Datenverarbeiter, die über festgelegten Schwellenwert der personenbezogenen Daten verarbeiten. Aber für allgemeine ausländische Unternehmen, solange sie keine solche CRO oder keine solche Datenverarbeiter sind, ist nicht verpflichtend, die Daten in China zu lokalisieren, zu speichern. Aber Sie haben schon gehört, dass beim grenzüberschreitenden Datenverkehr gibt es komplexe und aufwendige Compliance-Anforderungen. Deswegen geben wir auch einige grundsätzliche Empfehlungen. Wir empfehlen Sie, Data Mapping durchführen. Dann können Sie herausfinden, welche Szenarien beim grenzüberschreitenden Datenverkehr bei Ihrem Unternehmen es gibt, welche Daten und welcher Typ und welche Menge und wie viele Menge der Daten werden nach Ausland übermittelt. Und prüfen Sie, ob solche Daten benötigt sind oder nicht. Wenn ganz nicht erforderlich für die Headquarter im Ausland, dann lassen Sie einfach solche Daten innerhalb Chinas, um die Compliance-Anforderungen zu vermeiden. Eine Möglichkeit zur Vermeidung der Compliance-Anforderungen ist auch die Umstellung der Offshore-Systeme. Von unseren Projekten haben wir auch gefunden, dass es ist häufig, dass die Niederlassung in China benutzt häufig die ERP-System oder CRM-System, die außerhalb Chinas lokalisiert sind laden sie die Daten auf dem System hoch und die Headquarter im Ausland können diese Daten auf dem System zurückgreifen, was grenzüberschreitenden Datenverkehr darstellen. Also falls Sie die Compliance-Anforderungen beim grenzüberschreitenden Datenverkehr vermeiden möchten, dann können Sie die Offshore-System umstellen. Zum Beispiel lassen Sie die Datenbank in China, also lassen Sie die Daten in China speichern oder beschränken Sie die Zugriffsrechte von der Headquarter auf diese Daten von der chinesischen Niederlassung. Eine weitere Möglichkeit ist die Lokalisierung der IT-Systeme in China. Also es ist sehr passend für die HR-System.
Also die personenbezogenen Daten von der Mitarbeiter von der klinischen Niederlassung sind nicht ganz so wichtig für die Headquarter im Ausland. Falls bei Ihrem Unternehmen auch dies Fall ist, dann empfehlen wir, lassen Sie diese HR-System in China lokalisieren. Also, weil auf dem HR-System es gibt verschiedene Typen sensible personenbezogene Daten von der Mitarbeiter. Wenn solche Daten außerhalb Chinas übermittelt, also könnte potenzielle Probleme ausgelöst werden. So, aber für die Lokalisierung solcher IT-Systeme könnten auch verursachen, dass ein Multi-Level Protection Scheme für solche Systeme durchgeführt werden. So, hier kommt unsere weitere Handlungsempfehlungen. Für die Sicherheitsbewertung, also die Maßnahmen zur Sicherheitsbewertung, hat eine Nachbesserungsfrist zum Ende des Februar 2023 festgelegt. In diesem Zeitraum von der Monaten sollten Sie durch Data Mapping zuerst herausfinden, ob Sie diese Umstände von der Sicherheitsbewertung auslösen können oder nicht. Deswegen ist Data Mapping dringend. Zumindest sollten Sie die Möglichkeit von der Sicherheitsbewertung auszuschließen. Außerdem möchte ich auch hinweisen, trotzdem heutiges Thema ist grenzüberschreitender Datenverkehr. Jedoch, grenzüberschreitender Datenverkehr ist nur ein Teil der Compliance beim Datenschutzprojekt in China. Also diese Datenverarbeitungsaktivitäten innerhalb Chinas sind auch durch die Data Security Law und Personal Information Protection Law reguliert. Vergessen Sie das nicht. So empfehlen wir zuerst, durchführen Sie ein Data Mapping. Deswegen können wir wissen, welcher Typ und welche Menge, wie viel der Daten Ihr Unternehmen haben, welche Datenverarbeitung, Aktivitäten es gibt. Und natürlich können wir herausfinden, welche Datenexport-Szenarien es gibt. Also durch Data Mapping können wir auch grob einschätzen, welche Daten können in den Umfang von Data Security Law oder Personal Information Protection Law fallen können. Dann machen wir den weiteren Schritt. Der zweite Schritt ist die Risikoidentifizierung, Gap-Analyse. Schauen wir, ob Compliance-Maßnahmen bei Ihrem Unternehmen, bei Ihrer Niederlassung in China noch fehlen. Wenn noch fehlt, dann bewerten auch die Risiken, die Prioritäten geben wir Vorschläge zum Compliance-Maßnahmen. So, die Auswahl der Wege zum Datenexport werden auch angeboten. Also dann bei Schritt 3 ist die Durchführung der Nachbesserung. Also sollten wir die Prioritäten der fehlenden Compliance-Maßnahmen entsprechende die rechtliche Dokumente, organisatorische Schutzmaßnahmen oder technische Schutzmaßnahmen oder und so weiter, Aufbau des PCR-Systems hinzufügen und so weiter. So, zum Beispiel bei rechtlichen Dokumenten, die Mitarbeiter in China sollten zustimmen, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den Arbeitgeber, also durch die Niederlassung in China, erlaubt sind. Und bei jedem grenzüberschreitenden Datenverkehr ist auch eine separate Zustimmung, Einwilligung von der Person auch erforderlich. Deswegen sind die rechtlichen Dokumente wie Zustimmungsdokumente erforderlich. So, danach gebe ich das Mikrofon an meine Kollegin Sophia. Vielen Dank, Leolio. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, die Themen heute
zum Punkt grenzüberschreitender Datenverkehr. Also grundsätzlich, auch aus unserer Erfahrung, ist es so, in den letzten Jahren oder vor allem ganz akut in den letzten 2 Jahren haben sich ausländische Unternehmen mit einer relativ hohen Dringlichkeit um die Themen des Datenverkehrs innerhalb Chinas beschäftigt, haben Compliance-Maßnahmen umgesetzt, arbeiten an der Durchsetzung des Multi-Level Protection Schemes und auch an Datenschutzthemen im Bereich CSL oder People. Und wir gehen jetzt sozusagen in die nächste Runde. Also manche, die ganz vorne mit am Ball sind, die haben schon erfolgreich das MLPS durchgesetzt, Audits bestanden, die finalen Audits, und sind jetzt schon am Ende vom Data Mapping und bereiten sich so für die jetzt bald in den nächsten Monaten, erwarten wir da, dass da noch was passiert, dass so gesagt die Entscheidungen, was muss getan werden im Bereich Sicherheitszertifizierung oder Standard Contractual Clauses, dass da schon alle Vorbereitungen sozusagen getroffen sind. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen im Bereich der Compliance-Maßnahmen für den Datenverkehr innerhalb der Landesgrenze, also im Rahmen von CSL, DSL und auch People, noch keine Maßnahmen getroffen haben und jetzt ein bisschen die Fühler ausstrecken im Bereich Cross-Border Data Transfer, empfehlen wir Ihnen ganz dringend, sich nicht nur, wie meine Kollegin schon gesagt hat, auf das Cross-Border Data Transfer Thema zu beschränken, sondern das Thema Datenspeicherung, Nutzung, Verarbeitung, Transfer innerhalb Chinas ziemlich schnell in Angriff zu nehmen. Und hiermit möchte ich mich für die heute wirklich sehr zahlreiche Teilnahme bei Ihnen bedanken und auch für die Zeit. Und wir wünschen Ihnen einen schönen sonnigen weiteren Mittwoch. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.